So, es geht weiter. Ich habe nichts zur Verzauberung von Ösinrüstungen gefunden. Die sind auch eigentlich schon gut so, wie sie sind. Ich möchte jetzt mal was Lustiges probieren. Und zwar, theoretisch müsste ich doch mit Telekinese mir die Dracheneier schnappen können, ohne überhaupt gegen den Drachen kämpfen zu müssen. Das kann ich ja mal versuchen, oder? Man braucht nur Platz dafür, deswegen muss ich hier die nächstens machen. So. Ich will zaubern. Ach so, scheiße, das geht gebückt gar nicht. Man kann nur im Stehen zaubern. Meine Güte. So. Spatium. Kommunikator. Jetzt müsste ich mir die Dracheneier eigentlich nehmen können. Oder kann man es doch nicht? Ach, ich versuch's einfach mal. So, jetzt wird der Drache mich angreifen. Das Witzige ist aber... Ah ja, er macht hier so eine Barriere rein, die man wahrscheinlich nicht aufheben kann. Und er hat mich eingefroren. Ich wollte es nur mal probieren. Wo ist denn aber Dispel Field? Stable Trap. Dispel Field, hallo. Wo sind das? Das war doch hier irgendwo. Inzwischen müsste ich doch gut genug dafür sein, das zu deaktivieren. Dispel Field. Dingsbums. Nein. So. Ha! Ha, das ist auch ein Dreckspiel. Ich habe das Ding deaktiviert, aber das klappt trotzdem nicht. Na gut, dann werden wir uns dem Kampf jetzt mal stellen mit unserem Meteorsäbel. Und der haut doch schon ein bisschen Aua, aber nicht zu viel. Wir sehen ja wenigstens, wie viel HP der noch hat. Und wir können schnell genug uns wieder heilen. Ach verdammt, ich benutze die ganze Zeit noch Telekinese. Und ich frage mich so, warum meine Mana immer weniger werden, wisst ihr? Hallo, Drache. Ich kill dich so weg, Alter. Double Damage. Ich heil mich mal gerade einmal. Der hat mir hier gar nichts zu sagen. Ja, das tut dir weh, ich weiß es. Wir könnten es auch mit Feuerbällen versuchen, aber ich habe im Kampf gesehen... von dem anderen Let's Player, dass ein Schwert ganz gut geeignet ist. Was hast du denn? Oh, der wird schon gelb. Meine Güte. Und orange wird er. Das ist wirklich eine starke Waffe. Du wirst nicht lange durchhalten, mein Lieber. Fürchte ich jetzt mal so. Dunkelorange ist er schon. Und Double Damage macht das Ganze auch nicht besser, ne? So, nochmal heilen. Drei Heilungen reichen, um das Viech platt zu machen. Ich glaub's nicht. Wir sind wirklich stark. Verdammt. Hier. Oh, das hat nicht funktioniert. Da war er nicht verwundbar. Ja, ich weiß, ich sterbe gleich. Ich will nur noch mal einmal angreifen hier. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich könnte auch mal ein bisschen was speichern. Zack, gespeichert. Zack, gespeichert. So, das sollte doch reichen. Ich meine, er ist schon orange gewesen. Ey, nimmst du mal Schaden? Oh ja, lange hält er nicht mehr durch. Du stirbst jetzt gleich. Er ist schon rot. Cool. Das war's, mein Lieber. Wir haben einen Drachen getötet. Wir sind der Drachengeborene von Arx Fatalis. Sehr schön. So, jetzt machen wir Folgendes. Dadurch kriegt unser Schwert auch noch ein bisschen mehr Dampf, glaube ich. Wir nehmen das, wenden das drauf an. Here's something new. Here's something new. Ready to be enchanted. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Zauberspruch finden. Wahrscheinlich hier unten. Ja, hier ist es. Oh, meine Lieblingsrune. Ich hasse diese Rune. Oh, das hat aber gut funktioniert. Und jetzt müssen wir unser Inventar öffnen, verdammt nochmal. Ah, jetzt kann ich das Inventar nicht öffnen oder was? Manno. Das Schwert auch auf den Boden legen und das Ganze machen.
So. Mega. Das war nichts. Mega. Jetzt klappt es nicht, natürlich nicht. Ist doch immer so. Ah, jetzt aber. Und? Was? Willst du mich verarschen? Aber das ist doch merkwürdig. Das hat doch auch vorher funktioniert. Ohne das kommen wir nämlich nicht weiter. Obwohl, ich habe schon... eine Idee. Wir werden, eine Zauberschriftrolle habe ich jetzt zwar nicht mehr davon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dem... dass ich der Ollen bestimmt eine Zauberschriftrolle Enchant Object verkauft habe. Und falls das nicht der Fall ist, weil ohne das kann man, die Hauptquest nicht abschließen. Falls das nicht der Fall ist, werde ich zu den Schlangenfrauen gehen. Und gucken, ob die mir helfen können. Auf jeden Fall haben wir unsere Dracheneier. Wisst ihr, was das heißt? Wir können unseren Gack-Gack-Gack-Trank machen. So. Wo müssen wir hin? City of Arts. Of course. Und jetzt versuche ich eine Zauberschriftrolle zu finden. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch eine Menge Zeit. So. Ich hoffe, die Alte hat das noch. Die hat ja so viel verkauft. So, Dispel Field, Magic Missile, Fireball. Oh, da war noch einer, Moment. Noch ein Fireball. Disable Trap. Heal. Oh, I know what Disable Trap, Dispel Field. Ja, hatte ich die hier schon nachgeguckt? Disable Trap. Magic Missile, Paralyze, Create Field, Lightning Projection, Levitate, Detect Trap, Repel Dead. Dispel Field, Fireball, Curse. Scheiße, die hat das nicht mehr. Hat die das wirklich nicht mehr, ey? Darf doch nicht wahr sein. Always the same. Ah, hier sind noch mehr. Dispel Field, Telekinesis, Dispel Field, Fireball, Flying Eye. Hatte ich das obere schon nach dem Fireball. Tja, ich würde sagen, wir haben ein Problem, denn, ja. Ich habe so eine Schriftrolle nicht und mein Skill ist natürlich zu niedrig. Aber, das ist kein Problem. Denn, wir werden jetzt, unseren Gack-Gack-Gack-Trank brauen. Dafür nehme ich meine... meine Flaschen. Na, warte. So. Und pack mir die... ach, scheiße, ne. Packen wir die hier hin. Ein Lauch und eine Karotte war das, ne? Bin mir ziemlich sicher. Dann machen wir uns auf den Weg in die verfickt zeichnete Rune. In die Taverne. Theoretisch müsste man den Spruch unendlich lange aufrechterhalten, solange man Mana-Tränke hat. Aber ich denke, das wird gar nicht nötig sein. Denn unsere Mana... ist schon ziemlich hoch. So, hier ist schon der Durchgang. Na. Nein. Meine. Zickt aber ganz schön rum heute hier. Ja, seht ihr, Mana reicht auch noch aus, um dahin zu kommen. Und da wir unseren Telekinesespruch beherrschen, ist alles kein Problem. Denn dann werden wir unseren Gack-Gack-Gack-Gack-Gack-Gack-Trank brauen. Werden damit in die Krypta gehen, zu unserem Hühnerforscher und werden den heilen. Und das gibt witzigerweise jedes Mal, wenn du ihm wieder einen Trank gibst, ordentlich Erfahrung. Außer ein Patch hätte das behoben. Dann vielleicht nicht mehr. Aber das soll wohl kein Problem sein. So. Ja, 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 ja. Ich benutze mal ein bisschen Mana. Achso, und ein
Ei sollten wir natürlich auch noch. Sollten wir natürlich auch noch dahin tun. Ja. Ich muss kurz überlegen, was ich machen muss. Telekinese, Telekinese, Tele, 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 Telekinese. Kann man diese Sprüche nie merken? Nein, das war, glaube ich, falsch. Meine Maus spackt wieder. Na komm. Hallo, was ist denn los hier? Kommunikatum? So, jetzt machen wir folgendes. Wir benutzen das, das, das. Nein, wir müssen das gestapelt, müssen wir das annehmen. Wie macht man das noch, dass man stapelt? Weil sonst haben wir, glaube ich, nur einen Trank. Ich versuche das jetzt einfach so. Was? Wie, I shouldn't do this? Not a good idea. Fehlt noch irgendwas? Ah, verdammt. Ich glaube... Ich hab die falschen Zutaten. Ich glaube, man muss mal so einen Knoblauch nehmen. I shouldn't do this. Und kein Lauch. Immerhin kann ich das hier mit gar nicht benutzen. Meine Telekinese funktioniert überhaupt noch? Denn das funktioniert irgendwie nicht. Ah, Manno! Kann doch nicht wahr sein! Jetzt habe ich da ein Ei reingeschmissen und ist weg, oder was? Na, verfickt, meine Telekinese hätte ich nochmal ausmachen können. Jetzt sieht das ja doppelt, Mana. Da müssen wir doch mal eben uns Knoblauch holen. Ich weiß nicht mehr, war das Knoblauch oder das ist der Lauch? Da der Part aber gleich eh wieder vorbei ist, gucke ich nochmal nach zur Sicherheit. Ob ich das vielleicht einfach falsch gemacht habe. Kann ja sein. Dass ich es einfach verbockt habe. Das nervt natürlich. Ah, ich erspare euch jetzt mal den Rest, weil, naja, bringt ja nichts. Ich gucke gleich mal nach und dann machen wir es hoffentlich jetzt beim nächsten Mal richtig. Bis dann.